Okay, wir stehen hier vor Max Haus Geräte. Wir werden gleich ein Interview mit Herrn Sander über Elektroschrott und Recycling führen. In der Schule haben wir einen Film über Toxic City gesehen. Toxic City ist eine Stadt in Ghana, wo Kinder den europäischen Elektromüll verbrennen, um an wichtige Wertstoffe zu gelangen. Wir wollen jetzt wissen, ob es die Kunden überhaupt interessiert, wo ihr Elektromüll landet und was sie damit machen. Viel Spaß bei diesem Interview. Wenn der Kunde ein Gerät hier kauft, kann er sein Gerät hier kostenlos abgeben bei uns natürlich. Ansonsten nehmen wir keine Geräte an, das macht dann der Recyclinghof oder die entsprechenden Recyclinghöfe hier in der Stadt. Ne? Den bringe ich grundsätzlich zum Wertstoffhof, weil ich der Meinung bin, das gehört nicht in irgendeine Mülltonne oder Bioabfall. Zum Recyclinghof. Da frage ich meinen Mann, was damit zu tun ist und der bringt das dann meistens auf den Wertstoffhof, wenn ich mich nicht ganz irre. Das weiß ich auch noch nicht so genau. Bisher sammle ich ihn immer in meinem Schrank und warte noch auf eine Eingebung. Bisher habe ich es immer noch über eBay versteigert bekommen oder weiter verschenkt. Ich habe es noch nie auf eine Müllsammelstelle gebracht, gebe ich zu. Wenn, würde ich es aber auf eine Müllsammelstelle bringen? Nachgefragt wird es überhaupt nicht, nein. Also der Endkunde, kann man sagen, interessiert sich nicht dafür, mit dem, was mit den Geräten passiert oder sagen wir, wie der Ablauf ist des Recyclings, sondern eher, dass sie vernünftig entsorgt werden und nicht irgendwo im Wald landen. Natürlich, ne? Ich glaube, dass auch Händler das zurücknehmen inzwischen, aber ich bin da nicht so gut informiert, muss ich gestehen. Wichtig ist mir das schon, leider weiß ich nicht, wo es hinkommt. Nee, das weiß ich nicht. Und wenn das dann halt eben nach Ghana geschickt werden wird, dann finde ich das überhaupt nicht gut. Das müsste auch abgeschafft werden. Ist nicht schön. Nicht schön. Das ist natürlich nicht so wünschenswert. Die haben genug Probleme. Das ist mir schon wichtig, ja. Ich glaube eher nicht. Also kein Kunde fragt eigentlich danach, wie es recycelt wird. Aber es ist schon so, dass die Kunden immer Wert drauf legen, dass man die Geräte auch entsorgt natürlich. Also beim Kunden entsorgt und dann natürlich auch weitergibt. Mhm. Ja, das ist natürlich keine gute Sache, die Müllverbrennung, wenn die Gesundheit der Menschen schädigt. Und da müsste möglichst drauf geachtet werden und die Aufklärung in der Bevölkerung stattfinden, wo man seinen Elektroschrott am besten hin tut, dass der umweltgünstig und auch unschädlich entsorgt wird. Die Frage ist ja nur, wohin eigentlich mit dem Müll? Das gibt ja in vielen Bereichen des Mülls diese Probleme, dass auch immer dort, wo der Müll hingebracht wird, sich Gruppierungen finden, die auch dagegen sind. Aber wohin allgemein damit? Ich glaube, das ist eine Frage, die die Welt noch nicht gelöst hat. Am besten recyceln lassen sich, denke ich mal, Waschmaschinen, da ist eine Menge drin, in Elektronik. In Elektronik sind Silberanteile drin, die man wieder rausschmelzen kann, zum Beispiel. In den Motoren sind Kupferwicklungen, die wieder genutzt werden können. Das wird dann eben aufgesplittet, letztendlich durch das Schreddern. Dann wird es über Magneten sozusagen aussortiert. Die Kunststoffanteile werden eben woanders wieder recycelt. Und die Metallanteile werden eben gesondert gesammelt und dann wieder eingeschmolzen und vielleicht das nächste Auto draus gebaut. Ich weiß es nicht.